Ich wünsche einen auf jeden Fall richtig wunderschönen und äußerst angenehmen guten Tag. Mein Name ist JB und willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Im letzten Part haben wir Challenge Level gespielt, einmal vom Herrn Radierer und von diesem Block hier, Mauritius oder wie der heißt. Ich habe meine Einstellung eine Kleinigkeit umgestellt, und zwar mein Mikrofon ist jetzt auf Mono umgestellt. In allen meinen Videos zuvor war mein Mikrofon immer auf Stereo gestellt. Das heißt, ihr habt zwei Kanäle meine Stimme gehabt und jetzt ist das halt alles nur noch ein Kanal. Einfach folgendermaßen, kein Mensch braucht Stereo auf dem Mikrofon. Da drehen die Subwoofer immer komplett durch. Wenn man meine Videos mit auf YouTube-App mit Subwoofer am Fernseher anmacht, mit so alles hier, Logitech, Boxen, alles Bullshit, einfach eine 5.1 oder 7.1 Stereoanlage, dann knallt meine Stimme so hart einfach durch den Subwoofer. Ich möchte mal testen, ob das mit Mono anders ist. Also, der hat hier noch eine Mission für uns. Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Ja, als Belohnung winkt was ganz Besonderes zum Anziehen an, neugierig? Im Reich der Steinblöcke. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, welchen Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Ich baue auf dich. Wir werden in diesem Part hier noch ein paar Challenge-Level machen und dann werden wir mal gucken, wohin die Ranke führt, die wir gefunden haben. Im Reich der Steinblöcke. Oh nein, das war der Kack. Ich erinnere mich noch daran, als ich das so gespielt habe, offline, bei meinem Hauptaccount. Das war so ein Ultramüll, weil das einfach richtig kacke war. Aber ich meine mich trotzdem irgendwie daran zu erinnern, dass dieses Level eigentlich eine Hauptmission war, was man sich dann vom Toad abholen konnte. Weiß ich eben nicht. Okay. Okay. Zwei Dinge. Damit hätte man jetzt echt rechnen können. Zweitens, ist das ein Troll-Level oder was? Das wirkt mir verdammt wie ein Troll-Level. Muss aber nicht sein, oder doch? Ich bin nicht der Meinung, dass sowas jetzt zwingend hätte sein gemusst. Wenn man ihn irgendwie so platziert hätte, dass man ihn vorher gesehen hätte, wäre es ja kein Ding gewesen. Aber der kam ja von ganz oben runter. Das ist so ein typisches Troll-Level-Ding. Geht gar nicht so, was ich finde. Ah, man hätte ihn leicht sehen können, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das reicht schon. Auf die Münzen scheiße ich jetzt mal ganz bewusst. Wow. Ja, moin. Und was hätte ich da jetzt machen sollen? Ich glaube, wir werden das allererste Mal alle unsere Leben verlieren. Was willst du denn da machen? Ich mag dieses Level immer noch nicht. Es ist... Ich habe das zwar noch nie durchgespielt, dieses Spiel. Das werden wir im Let's Play das erste Mal tun. Dann muss ich es allerdings nochmal offline so ganz normal machen. Ja, es ist einfach komplett kacke so. Ah, so hätte man es auch machen können. Okay. Jetzt kommt eine Stelle, die mag ich gar nicht so. Ich sag nichts mehr dazu. Jetzt wisst ihr, glaube ich, warum das mein Hasslevel ist. Ich hoffe mal, solch sowas gibt's nicht nochmal. Weil wenn doch, dann lebe wohl. Ich glaube, ich hab's jetzt. Nein! Och, Junge! Bruder, warum musst du so weit springen?
Alter, unnötig. Das muss ich mir nochmal angucken hinterher. Alter. Das war so unnötig, da so einen Kack zu machen. Hier muss ich einfach nur schneller als alle anderen sein. Hätte doch völlig gereicht, einmal ganz... Oh! Ist es jetzt vorbei? Was machen die? Okay. Oh Glück. Es ist vorbei. Wir haben es doch noch irgendwie hingekriegt. Das ist ein turbulenter Start in den Part, ey. Mauritius. Ich glaube, den habe ich tatsächlich, ja. Mauritius, tu uns bitte einen Gefallen. Bitte bring dich um. Hast du noch einen? Vielen Dank. Hast einen Mauerstein bei mir im Brett. Von hier an komme ich alleine klar. Okay, der hat nichts mehr. Puh, müssen uns um dieses Level nicht mehr kümmern. Aber tatsächlich, ja, es war zwar kacke, das Level, aber es hat eine gute Idee tatsächlich. Sowas könnte man ja auch mal in Level einbinden. Es gibt 6 neue Aufträge, das ist ja schon mal fabelhaft. Davon können wir direkt mal einen machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wüstenwirbelwinde, Level 14. Ich habe in der Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. Magieass. Schwierigkeit? 2 Sterne. Lohn? 150. Viel Erfolg! Let's go! Yeah. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier in OBS sind die Farben zu krass. Ich weiß nicht, ich habe alles auf Blödsinn gestellt hier, damit das eben nicht so kräftig ist. Ich habe das eine Zeit lang ziemlich kräftig eingestellt gehabt, das war, sah am Ende irgendwie nicht mehr so toll aus. Ach Junge, du sollst einfach nur draufspringen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Mario Maker 2 ist von der Steuerung her ein bisschen kaputt. Es kommt viel häufiger vor, dass man irgendwie in Gegner hineinspringt, als dass man draufspringt. Sowas würde einem ja in New Super Mario Bros. Ja nicht passieren, also in den normalen Games. Ich glaube, das muss man tun, indem man einfach kurz, ja, einfach durchrennen. Wüstenwirbelwinde. Huch, ein One-Up. Ich finde, One-Ups sollten auch Münzen geben. Ein Fuffi oder so. Weil One-Ups bringen eigentlich hier gar nichts. Wäre aber auch irgendwie cool gewesen, wenn One-Ups irgendwie allgemein zählen würden. In allen Leveln. Ich weiß nicht. Hätte doch irgendwie was, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt das dick Cash. So muss das hier. Und ich hoffe mal, dass jetzt meine Stimme vielleicht mit Mono-Sound ein bisschen besser klingt. Vor allem was Subwoofer angeht. Die drehen wirklich komplett durch. Das müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr Subwoofer-Boxen oder was weiß ich was habt. So 5.1, 7.1 Soundsystem. Dann ja, Moment, was ist denn mit denen hier oben? Hi. Sieht nett aus. Oh, da ist der Block schon wieder kaputt. Oh, Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Ja, worum geht's? Aber sag davon ja nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei, Schwierigkeit 2 Sterne. Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es
unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen, aber ich heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Warte, aber heb dir keinen Bruch, ich sollte mal lesen lernen, die Dinger sind schwer, roter Tod. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader, ich hoffe mal, das funktioniert. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Bin mal gespannt, wie das so läuft hier. Bruder. Okay. Ah, Gegner kann ich besiegen, okay. Okay. Nach oben werfen kann ich nix. Da ist wieder was Witziges. Ah, geh weg! Du Nichtsnutz! Stirb! Sollt sterben, hab ich gesagt. Ah, geh weg! Der Goomba. Der Todesgoomba. Geh jetzt weg! Danke. Nice. Nice. Wüstenwirbelwinde, geil. Warte, wenn ich den jetzt hier fallen lasse. Passiert gar nichts. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte damit Spirenzchen machen. Ich glaube, diesen Steinquader gibt es nicht im Baumodus. Okay, ich habe jetzt so einen Steinquader. Och, der Block ist wieder da. Na gut, ich kriege jetzt gar keinen Cash. Wäre auch ein bisschen dumm, könnten sie alles selber zahlen. Ach, und der rote Tod macht mir dann den Weg frei. Hat der noch mehr auf Lager? Weiß ich nicht. Gib mir mal noch mehr. Ich denke, wenn ich den jetzt hier frei mache, dann gestattet er mir den Weg zu, ja, zum Ostflügel. Ist das der Ostflügel? Das ist dann der Westflügel, ne? Zum Ostflügel. Machen wir mal den blauen. Um vor dir jetzt zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir so einen Scheißblock. Aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Na klar. Dann hören wir zu. Der verlorene Tod. Der lila Tod, der die Dingerblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich fürchte fast, die Bauleiterin hat sich mit dem Luftgaleeren-Zeitplan vertan. Also bitte such den lila Tod und bring ihn zu uns. Erreiche das Ziel mit einem Tod. Danke schon mal. Also ist das hier so New Super Mario Bros. Wii-like Tod bis zum Ziel tragen, Dreckmüll. Luftgaleere. Geh weg. Ach ja, die ganzen Galeeren-Level. Das Projekt New Super Mario Bros. Wii Reloaded ist ja noch nicht so lange her. Oh, hi. Hi, hi. Na, ach, ich muss den nicht schleppen, der kommt so mit mir mit. Gut, dann ist das bestimmt ein Begleiter, den man nicht opfern sollte, deswegen allem ausweichen. Aber dieser furchtbar faule Toad springt erst Lichtjahre, nachdem ich gesprungen bin und hat so eine kleine Verzögerung. Das müssen wir dringend berechnen. Wow! Habt ihr das gesehen? Das kann nur ich. Toad. Ich sehe das schon, meine Berechnungen nicht korrekt. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall noch mehr erwischen lassen. Okay. Zwar nicht makellos da durchgekommen, aber wir sind durchgekommen. Ja moin. Okay.
Hast du eigentlich mehr Missionen? Der lila Toad hat Scheißblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hat dich wohl tatsächlich auf die falsche Luftgaleere beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrate bloß niemanden, dass ich das gesagt habe. Dann werde ich jetzt wohl weiter an den Ostflügel... Ich werde jetzt mich wohl weiter um den Ostflügel kümmern. Sprich mit der Bauleiterin, wenn es losgehen soll. Okay, anscheinend haben die jetzt keine weiteren Missionen mehr für mich. Dafür Unmengen an neuen Cash. Danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass ich auf einer Luftgaleere unserer Feinde gelandet war. Ich bin übrigens der lila Toad. Freut mich sehr. Meine handgezimmerten Kackblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Ach, die hast du platziert. Jetzt müsste ich so auf Mad Mad Mario machen, den komplett anschreien. Warum macht man mir das Leben zu einer beschissenen Hölle? Du bist also einer dieser Level-Designer. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Ach, hör mal zu, Mario! Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pfff! Aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlisches Arbeiten. Ohne Lakitos Wolke komme ich nicht zum Westflügel, aber die Bauleiterin will das einfach nicht... Schluck auf, sorry. Einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich werde ganz vorsichtig damit. Ich bin ganz vorsichtig. Ich sollte mir meine Augen lasern lassen oder mir eine Brille kaufen. Ich kann ja echt nicht mehr lesen. Erreiche das Ziel auf Lakitos Wolke. Schwierigkeitsgrad 2 Sterne. Nice. Wir müssen irgendwie für die Arbeiter müssen wir schuften. Ist das nicht irgendwie Ironie? Die Arbeiter sollten eigentlich für uns schuften. Aber nein, ich muss für die Arbeiter schuften. Ja. Du sollst einfach nur da reinspringen und nicht gegen die Stacheln, du blöder Affe. Ich mag diesen Artstyle nicht. Das kann jeder nachvollziehen, oder? Das hätten sie auch ein bisschen länger machen können. Der Tod war so unnötig kacke einfach. Ja, und mit der Wolke kommen wir jetzt rüber, ne? War's das? Jetzt müssten wir theoretisch noch das... Bei beiden hier noch mittleres und oberes Geschoss bauen. Sind wir dann eigentlich schon fertig? Weil was soll nach dem Obergeschoss noch kommen? Dachboden? Oh Mario, danke nochmal für den Steinquader. Wie du siehst, ist die Treppe schon fertig. Die Bauleiterin ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passieren ihr echt doofe Fehler. Oh, verrate ihr bloß nicht, dass ich das gesagt habe, zumindest nicht den zweiten Teil. Sobald ich neue Anweisungen von der Bauleiterin bekomme, mache ich hier weiter. Finde ich super. Arbeitende Menschen sind gute Menschen. Ich lasse auch alle für mich arbeiten. Das hat niemand gehört. Zumindest hat das niemand gehört, den ich kenne. Na gut. Mit dir. Guck mal, Mario. Der gelbe Tod schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Der Powerblock-Wecker. Wenn du mit Powerblöcken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Powerblöcken nur so wimmelt, also dann tob dich aus. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Den Rest überlasse ich dir. Wir machen heute nur Aufträge von Bauarbeitern. Nur. Unbezahlt sogar noch. Okay, nur nicht mal eine Minute haben wir Zeit. Ach, wir springen auch dagegen, du Affe. Hallo. Ich wollte schon fragen, wann es soweit ist. Ach, das stirbt ja noch. Bruder, was ist denn mit dir?
Du sollst einfach nur gegen diese Blöcke springen. Warum kriegst du das nicht hin? Ich hasse diesen Artstyle. Irgendwie sterben wir nur komplett unnötig. Das muss doch nicht sein, oder? Oh, ist er mal aufgewacht. Hi. Jetzt bin ich aber gut ausgeschlafen. Ich konnte den von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich mich erstmal hingelegt. Aber jetzt, wo du hier bist, ist ja alles geregelt. Du besorgst ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten suchst du erstmal hier. Der unterirdische Steinbruch. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader verwenden, die es nur in den Höhlen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da rauszubekommen sind. Würdest du einen Steinquader für uns besorgen? Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Schwierigkeitsgrad 1 Stern. Ich kann mich an eine Mission mit Steinquader in der Höhle erinnern. Und die war kacke, weil ich nicht wusste, wie ich den Steinquader da rauskriege. Mal gucken, ob das jetzt mal nicht... Oder ist das diese Mission? Das scheint diese Mission zu sein. Ich glaube, das ist diese Mission. Es gibt noch einen Yoshi, glaube ich, in dieser Mission. Habe ich das jetzt gespoilert? Ich denke mal, ja. Ja, das ist diese Mission. Ich kann mich an dich erinnern, mein Freund. Und an dich kann ich mich erinnern. Och, Junge! Ich bin kurz davor, dieses Moveset in dieses Spiel zu liquidieren, Alter. Junge, halt doch dein Maul. Geh weg. Ich brauche das hier, dann brauche ich das hier, ich brauche das hier, dich brauche ich nicht. Geh weg. Bruder. Irgendwie muss man den Steinquader nämlich hier hochkriegen. Das weiß ich nämlich gar nicht, wie das funktioniert. Junge! Du Affe. Ich wollte nur den One-Up haben. Geh zurück. Da oben ist ein Steinquader. An welchen Steinquader komme ich eigentlich? Das weiß ich gerade nicht. Steinquader, die es nicht im Baumodus gibt. Toll, oder? Da ist einer. Den nehme ich. Moin. Boah, ich frage mich tatsächlich, warum gibt es die Steinquader nicht im Baumodus? Ja, guck mal, jetzt geht mir schon die Zeit. Jetzt gehe ich schon out of time oder was? Ah, warte. Ich hab die Lösung! Ich hab die Lösung! Siehst du, so geht das! Jetzt habe ich bin drauf gekommen, ich bin echt nicht darauf gekommen, als ich das erste Mal hier war, Mann. Offline rumgeistern, für mich selber spielen und so, ne? Hätten wir das! So, alle Level von dich, meine, auf dich habe ich keinen Bock, habe ich jetzt irgendwie geschafft. Danke für den Steinquader! Ich werde ein echtes Kunstwerk draus machen, wart's nur ab! Nice, ein Gumba. Ich denke, du hast doch mehr. Ich glaube, wenn wir jetzt noch zwei Missionen von denen machen, kriegen wir noch mehr Pixelgemälde hier. Aber unsere Zeit ist leider schon abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine wunderschöne Bewertung. Und im nächsten Part werden wir dann wieder ein bisschen todige Action machen hier. Und mal gucken, was dann hier da oben ist. Bei der Ranke. Das ist nämlich bestimmt auch noch interessant. Wir machen alles nach den anderen, versuchen alle Level, die es gibt, hier zu spielen. Also, haut rein. Bin mal gespannt, wie die Audioqualität ist.